Ist losgelegt. Also, hallo alle miteinander, wir sind mal wieder da. Wir wollen euch mal wieder den Fortschritt von unserem Garten zeigen. Ach, heute habe ich vorne alles machen müssen, da habe ich mal wieder meinen ganzen Brennessel. Ich mache wieder einen neuen Brennesselsud. Da habe ich alles, was von hinten, von den Tomaten oder sonstiges, der stinkt schon gescheit. Also das ist in der Bord doch, das ist wieder alles zum Düngen. So, das war es eigentlich jetzt im Moment. Ich übergebe, Lutz übergibt jetzt genau, mal. Genau, und dann werde ich euch ja mal... Lutz wird jetzt mal ein bisschen ja. was erzählen. So. Okay, so. So, ja, regelt Kiewer noch. So. Oder besser gesagt, ja, regelt Minden Kinek. Heißt zusammen, guten Morgen alle zusammen oder guten Morgen allerseits. So, als erstes möchten wir uns einmal bedanken bei unseren 1630 Abonnenten. Ein herzliches Dankeschön. Küssen im Seben. Damit wir wieder wegen was Ungarisches drin haben. Das 1630, also 1630, sind Esser, Hotzas, Hormins. Das sind jetzt die Zahlen. Ihr seht ja schon, diese 1000 wird in Ungarn, ihr wisst es bestimmt, oder manche wissen es nicht. Da wird zuerst die 1000, dann die 600 und dann eben diese 30 gesagt. So, jetzt gehen wir mal zu unseren Melonen. Das sind hier die Dinje. In dem Fall sind es hier Görek-Dinje. So, seht ihr, ihr wisst ja vom letzten Mal, da war ja das alles noch nicht so groß. Da, ich zeige es euch ja mal, ich komme mal rum. Da sind schon jetzt die ersten Melonen dort, die ersten Dinje. Noch zwar klein. Seht ihr da? Wo? Da. Ach da. Da. Ich muss ja da mal richtig ja, hin. Genau. So. Ne? So, und da sind auch mehr so Dinger. Die ersten sind also schon da, das freut ja, uns genau. natürlich. Ne? Nee, also das macht auch schön, das wächst doch alles genau. schön. Ne? Hat sich also sehr, sehr, sehr schön bis jetzt. Warum wenn ihr man, beim ersten Mal gedacht habt, ne? Warum man jetzt das also Görek-Dinje nennt hier in Ungarn, die wachsen hier in Ungarn, also müssten es eigentlich Modja-Dinje sein. Und für mich sind es Modja-Dinje. Ihr werdet es auch sehen, wenn ihr dann, was weiß ich, Desko, CBA und so geht, da habt ihr dann Kisten da, da steht dann eine griechische Melone und dann steht auf einmal auf dem Karton drauf Modjadermek, also ungarisches Produkt. Ne, also das habe ich bis heute auch noch nicht begriffen, warum die das so machen. So, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Ins Gewächshaus? Na, ins Gewächshaus da. Können wir auch machen. Ja, damit man ja. mal sieht. Weil schaut das da mal ist her, ihr habt ja letztens gesehen im Video unseren Karfiol, also unseren Blumenkohl. Der ist auch ganz schön gewachsen schon. Er kommt auch sehr schön. So, das so, nächste. Dann können wir mal auch ins Gewächshaus schauen. Moment, mache ich schnell auf. So, ja, machen wir bloß mal so hoch. Gut, geht das schon. Jetzt sieht man auch schon besser jetzt die unsere Tomaten hier, die unsere schwarzen. Da sieht man jetzt schon besser. Mach zu, dann kann ich rein. Ja, ja. Also hier hinten, da sieht man es. Da hinten gescheit. Sieht man es noch besser, genau. Ja, da. Da sieht man es noch besser. Da sieht man schön. Ja. Hier sieht man schön. Da auch, okay. Das wächst auch, blüht alles. Genau. Paprika. Der ist der Paprika, genau. Auf der anderen Seite auch, da sind schon, da hängt schon Paprika dran. Jo. Da schaut er mal, wenn er da unten schaut. Ja. Schaut er mal. Da hinten schauen da. Wir, diese ganze grüne Schokolade. Genau. Ja, ne? Hier. Ja. Ne? Da. Okay. Da auch schon. Okay, der Dill. Der ach, ne? Dill. Das ist der, wie heißt der Kaprosch da, ne? Kapor. Der Dill. Kapor. Ach ja, genau. Der Dill ja. heißt Kapor. Ne? Und da kommt da jetzt kommt auch es. Schon unser kalifornische. Jo. Der kalifornische ja, Paprika genau. kommt auch. Kommt auch schon. Ja, genau. Der braucht ein wenig länger, aber gut, jo. Was soll's. Ist auch nicht so schlimm. Ja. So, jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Und meine Gurken. Ach ja, genau, deine Gurken. Schlangengurken. Die wachsen auch schön. Wachsen wirklich schön.
groß ist das alles geworden. Wenn ihr das letzte Video mal angeschaut, vor 4 Wochen zu jetzt, also das dürfte 4 Wochen sein, ja, ja, 4 Wochen. So, dann mache ich wieder zu, dass keine Fliegen reinkommen. Irgendwie ist es jetzt schon wieder gescheit windig. So, da oben, da ist es auch recht dunkel. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht heute noch mal regnen möchte. Ja. Und die Sonne, die sticht im Moment auch gescheit. Dann haben wir jetzt da, haben wir jetzt unsere U-Burger. In dem Fall, weil es ja die Gurken sind, ist es dann U-Burgert. U-Burgert. Weil es ja mehrere sind. Mhm. So. Ja, da haben wir dann wieder unseren Paradigm. Ja, das wächst. Ja. Wächst auch sehr schön. Ja. Ich sehe bloß immer nichts jetzt mit der Sonne. Ja, echt. Wieder noch einmal unten am Paprika. Paprika. Ne? Genau, wächst alles schön. Ihr seht, es wächst also ganz gut. Ja, wächst schön alles. So, und dann... Da, schau da mal. Ja, schau da mal, schau da, mal her. Da liegen sie schon rum. Hm? Da. Da liegen sie schon rum. Ja, 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 da unten da, auch. Hier. Da unten auch. Hier. Ich finde das immer gar nicht. Nein, ich finde das nicht mit der Kamera. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schön wird. Ja. Ne? Also es wächst alles wunderbar. Genau. Weil das blendet die Sonne so gescheit. Ja. 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 So, da haben wir unseren Kohlrabi. 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 Schau mal. Auch schön groß. Ne? Wächst auch schön. So. Petrischel. Auch wunderbar. Und was heißt Möhren jetzt? Ja, Schakariba. Also, so. So, und dann möchte ich euch noch was sagen. Leute, wenn ihr habt einfach keine falsche Scham, nicht zu sprechen, nur weil ihr euch vielleicht versprechen könntet oder was. Es ist schlimmer, nichts zu sagen, als sich einmal versprechen. Das macht nichts bei den Ungarn, die werden euch verstehen. Also, da wird er keine Probleme haben. So, und jetzt dann nächste Woche fangen wir mal dann einmal an. Jetzt mal mit so, wie gesagt, 5 Minuten, 6 Minuten Ungarisch. Da werden wir auch einmal schauen, dass wir mal die ersten kleinen Sätze mit einbauen. So, was man so täglich einmal gebrauchen kann. Und so werden wir das einmal dann so ein wenig weitermachen. Ganz perfekt Ungarisch lernen. Also ich glaube nicht, dass das ab bei Leuten jetzt wie in unserem Alter, dass das überhaupt noch klappt. Es wird nicht. Da genau wie die, ich weiß nicht, da war dann so ein Kommentar drin, ja, da müsste ein Ungarischlehrer dabei sein. Ja, wenn man Ungarischlehrer, da muss man eben dann auf die Volkshochschule gehen und muss die Kurse einschreiben oder beziehungsweise dann eben selber anmieten. Weil wer soll den Ungarischlehrer zahlen? Ja, und dann vor allen Dingen, wir sind ja jetzt hier nicht Lehre oder sonstiges. Genau. Wir machen das halt aus Spaß an der Freude, dass wir euch ein paar Wörter sagen, dann vielleicht auch ein paar Sätze. Genau. Ne? Wer jetzt natürlich mehr fordert, mehr verlangt, der ist hier natürlich an der falschen Adresse. Genau. Das muss man klipp und klar sagen. Ne? Und vor allen Dingen, ihr sollt auch, jetzt was ältere Leute sind, die jetzt nach Ungarn kommen, die sollen auch merken, aha, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, da könnte ich mich ein wenig mehr damit beschäftigen. Dann lernt man ja wieder ein wenig mehr. Das soll es eigentlich nur aufzeichnen und auch ein wenig was lernen, was es im Ungarischen so gibt. So, und dann wäre es das dann. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau. Lasst es euch gut gehen. Mhm. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.